Wie muss ein Schularbeitsplatz aussehen, um Kinderrücken optimal zu stützen? Zu diesem Thema sprechen wir mit der Sportwissenschaftlerin Dagmar Wolf von der Firma VS, Vereinigte Spezialmöbelfabriken. Hallo. Grüß Gott. Frau Wolf, Kinder und Jugendliche verbringen im Durchschnitt 10.000 bis 12.000 Stunden ihres Lebens in der Schule. Ein Großteil dieser Zeit sitzen die Schüler im Unterricht. Führt das zu ähnlichen Problemen wie bei den Vielsitzern im Büro? Ja, eher sogar noch gravierender. Denn Kinder und Jugendliche sind ja noch in der Entwicklungsphase und da passiert so viel. Und jeder Störfaktor wirkt sich natürlich viel schwerer aus als bei Erwachsenen. Was macht einen guten Arbeitsplatz für Schüler und Schülerinnen aus? Also ganz entscheidend ist zum einen, dass die Höhe stimmt, wobei man Stuhl und Tisch als Einheit sehen muss. Und einfach die Höhe muss an die Größe des Kindes, des Jugendlichen angepasst sein und nicht umgekehrt. Das ist eine wichtige. Dann ist auch die Stuhltiefe wichtig, die Sitzschale muss passen, dass es nicht zu groß oder zu klein ist, damit man wirklich optimal entspannt und angeregt sitzen kann. Wie stelle ich den Stuhl und Tisch richtig ein? Am besten geht das in zwei Schritten. Man beginnt mit dem Stuhl, weil Stuhl und Tisch eine Einheit sind. Und beim Stuhl ist es so, dass die Vorderkante der Sitzschale sich etwa auf der Höhe der Kniescheibe befinden sollte. Wenn man sich dann hinsetzt, ist es so, dass die Hüfte leicht oberhalb der Kniegelenke sich befindet. Man kann sehr gut aufrecht sitzen und sehr entspannt. Das heißt, die Wirbelsäule, das Becken kippt nach vorne, die Wirbelsäule richtet sich automatisch auf. Dadurch sinken die Schultern und man sitzt einfach sehr entspannt. Das betrifft jetzt einmal die Höhe des Stuhles. Dazu kommt auch noch, dass die Stuhlschale die richtige Größe haben muss. Das heißt, wenn ich ganz nach hinten ranrutsche, sollte mich die Lehne so unterhalb der Schulterblätter stützen können. Und idealerweise sollte die Lehne auch so die Krümmung der Wirbelsäule, die Lordose, noch mit unterstützen. Das wäre dann ein wirklich gut passender Stuhl in der richtigen Höhe. Kann man bei dem Stuhl tatsächlich optimal einstellen. Andere Stühle muss man eben schauen, dass die Größe stimmt. Das war der Stuhl. Wenn das so steht, dann kommt als zweites der Tisch, denn wie gesagt, das ist eine Einheit. Tisch und Stuhl müssen zusammenpassen. Am besten setzt man sich dann hin auf seinen Stuhl, winkelt die Ellenbogen ab, so einen 90-Grad-Winkel, und schaut dann, dass die Fingerspitzen sich etwa auf der Höhe der Tischkante befinden. Idealerweise sollte die Ellenbogenspitze so ein kleines Stückchen tiefer sein. Auch dann sitzt man wieder gut und entspannt. Und dann ist beides gut abgestimmt auf die jeweilige Größe. Aber was mache ich denn jetzt, wenn es in der Schule gar keine höhenverstellbaren Stühle und Tische gibt? Was ja häufig der Fall sein wird. Dann muss man einfach zusehen, dass man wirklich Kinder und vorhandenes Mobiliar bestmöglich aneinander anpasst. Ideal ist es zumindest, wenn so ein Drittel des Mobiliars höhenverstellbar ist, dann kriegt man das meistens ganz gut hin. Man sollte es aber regelmäßig überprüfen, so etwa alles halbe Jahr, weil Kinder wachsen enorm schnell und auch später Jugendliche, da verändert sich noch viel in den Körperverhältnissen. Und wenn dann dazu vielleicht noch so zwei Stehtische kommen, dann müsste die Klasse eigentlich ideal ausgestattet sein. Was zeichnet denn einen guten Schülerstuhl neben der Höhenverstellung aus? Also die Höhenverstellung ist eine schöne Sache, sie muss aber nicht sein, wie ich gerade erklärt hatte, Hauptsache die Höhe stimmt und es wird regelmäßig angepasst. Höhenverstellung ist natürlich klasse, weil dann kann Stuhl und kann Tisch mitwachsen. Aber was ein Schülerstuhl darüber hinaus auszeichnet, ist halt, dass er noch weitere ergonomische Eigenschaften hat. Das heißt, der Stuhl, den ich hier mitgebracht habe zum Beispiel, der hat eine 3D-Wippmechanik. Das heißt, die Sitzschale reagiert auf jede minimale Körperbewegung. Wenn ich mich hinsetze, unterstützt sie die Beckenkippung, die ja ganz wichtig ist, was ich vorhin beschrieben habe, um die Wirbelsäule aufzurichten, um wirklich auch entspannt sitzen zu können. Darüber hinaus aber ist in jede Richtung beweglich, diese Schale. Das heißt, egal was ich mache, die Schale reagiert und ich muss wieder als mit meinem Körper reagieren und damit werden ständig alle Muskeln in Bewegung versetzt, aktiviert, die ganze Wirbelsäule wird bewegt, alle Bandscheiben werden versorgt. Das ist natürlich einfach fantastisch, dass ich aktiv bleibe, dynamisch, aufmerksam, konzentriert und wirklich wach folgen kann. Und dazu kommt noch bei so einem Stuhl wie diesem hier, dass die Sitzschale in sich ein bisschen flexibel ist. Das heißt, ich kann da ohne weiteres mich mal nach hinten lehnen und kann so ein bisschen wippen und federn. Wird nie ganz das Kippeln ersetzen, aber es bringt den natürlichen Bewegungsbedarf, Drang der Kinder einfach in Fluss. Und sie fühlen sich normalerweise besser und sind wirklich auch aufmerksamer in der Schule dabei. Ich sehe hier so eine Unterteilung. Was bringt denn so eine geteilte Tischplatte? Das ist vor allem für Kinder im Grundschulalter ganz famos. So Kinder bis etwa im Alter von 11 Jahren, die finden sich in der Entwicklungsphase. Das heißt, ganz wichtige Sinnesorgane entwickeln sich noch und auch Auge- und Sehvermögen. Das heißt, bei Kindern in dem Alter ist der Auge-Arbeitsabstand noch relativ gering. Das kennen viele Leute, die Kinder in dem Alter haben oder mit ihnen arbeiten. Da hängt dann die Nase direkt über dem Buch oder über dem Heft. Den Augen ist das völlig egal, denen schadet das gar nichts. Aber dem Rücken halt schon, vor allem wenn sie auf Dauer so krumm sitzen. Und da sind solche Arbeitsplatten natürlich enorm. Die vordere Tischkante, die bleibt nämlich auf der Höhe. Und dann kann ich das kippen
Und damit wandert das Buch oder das Heft einfach mehr Richtung Augen und das Kind kann ganz entspannt aufrecht sitzen bleiben und hat trotzdem den richtigen Abstand zu seinem Heft. Aber auch später, auch Pubertierende mögen es einfach oft noch, vor allem wenn es ums handschriftliche Arbeiten geht. Man kann einfach viel entspannter sitzen. Man darf die Kinder ruhig mal lümmeln lassen, das schadet ihnen überhaupt nichts. Denn es gilt ja immer, die beste Sitzposition ist die nächste. Und das geht bei diesem Stuhl hier ganz besonders gut. Da hat sich der Designer Werner Panton, ein ganz bekannter dänischer Möbeldesigner, viel ausgedacht durch die Form. Spricht gar nichts dagegen, sich auch mal so hinzusetzen und zu federn. Oder den Stuhl einfach so rumzunehmen und sich seitlich hinzusetzen. Das alles schadet ja überhaupt nichts, weil sich der Körper ständig bewegt und die Kinder aufmerksam bleiben wollen. Was man eben vermeiden sollte, ist irgendeine starre Sitzhaltung. Und da gilt überhaupt, Sitzen ist keine Dauerlösung. Und wenn man Ergonomie heute so versteht, gilt das hier nicht nur für die Möbel, sondern für die gesamte Gestaltung des Klassenraums. Man braucht so ein ergonomisches Raumkonzept und da spielen Möbel eine wichtige Rolle, aber es kommt noch viel mehr dazu.